spielt in der dritten Liga, empfingen die einstigen Unentschiedenkönige von Wacker Burghausen Absteiger Hansa Rostock und blieben beim 2:0-Sieg dem neuen Trend treu. Unentschieden sind passé. Außerdem präsentierten auch die Salzachstädter ihren Last-Minute-Transfer geradezu ein Schnäppchen. Felix Lutz ist exakt 40 Millionen Euro günstiger als Javi Martinez. Er kommt ablösefrei aus Belgien. Und er ist trotzdem schon jetzt der Burghauser Königstransfer. Nach 2 Wochen Wechselhickhack Leiter La Martinez gibt der frühere Augsburger gegen Hansa Rostock sein Debüt als Alleinunterhalter im Wackersturm. So gut wie jeder Angriff läuft über ihn. Treffen tut er nicht. Dafür gibt's Trainerschelte. Ach, Felix Lutz, der muss 2, 3 Tore schießen heute, ne? Der ist noch nicht, ne, Quatsch. Der hat gut gespielt, der Junge. Der hat sich gekämpft und natürlich, der ist nicht so weit. Aber da haben wir gesehen, wenn wir nach vorne so einen haben, wo die Bälle hält. Dann läuft's bei Wacker. Dann ist der durchwachsene Saisonstart kein Thema mehr. Und dann ist's auch wurscht, wer die Tore macht. Das 1:0 kurz vor der Pause durch Heiko Schwarz. Ich habe heute, glaube ich, 300-prozentige. Ne? Man merkt, dass mir die Spielpraxis fehlt ein bisschen, aber normalerweise knipst sich einen rein und dann hätten wir vielleicht eine Halbzeit schon 2:0 geführt. Oder auch 3-4:0. Felix Lutz ist die erhoffte Belebung für den Wackersturm. Auf geht's Wacker, auch im zweiten Durchgang. Da reibt sich der Königstransfer zum Nulltarif dann richtig auf für den neuen Club. Da vorne kurz vor die Wegstipsen haut er mir leicht auf den Knöchel, das ist normal, das gehört dazu. Aber nichtsdestotrotz war ein faires Spiel und ich habe mich gefreut, heute hier zu spielen zu dürfen und jetzt geht's weiter. Das war's 2:0. Es wäre 2:0 gewesen, ja. Was? Auch so. Ronaldo Schmidt murmelt den Freistoß zur Entscheidung ins Netz. 2:0, ein Abend zum Knutschen. Felix Lutz bleibt beim Debüt ohne Treffer. Der neue Fanliebling ist er aber schon jetzt, der Martinez von der Salzach.